Alles klar. Dann machen wir mal weiter hier. Was haben wir noch? Wir haben. Ich glaube, ich muss Mühlen bauen. Ja, sieht so aus. Als müsste ich Mühlen bauen. Mit dem greife ich an. Hier habe ich halt jetzt sehr schön viele Truppen. Das ist ein Vorteil. Ich habe Die Waldläufer. Verstärkung ist hier. Ja, noch ein Waldläufer. Dann kriegt der die Die noch. Verstärkung ist eingetroffen. Die Und Verstärkung ist hier. das lassen wir so. Vielleicht können wir da sogar schon angreifen. Und was schaffen. Was ist denn das? Ja, genau, Vorratwald. Dann kriege ich irgendeinen kleinen Bonus. Welcher ist es? Bonus Gasthauseinheit nehme ich. Wenn ich schaffe. Klar, wieso nicht? So. Echtzeit gegen Theoden, das ist kein Problem. Es wäre extrem cool, wenn EA das so gemacht hätte, dass es Arnor als Menschenfraktion noch gibt. Also Arnor, Gondor, Rohan. So in den Dreh rum. Und je nachdem, wo man. Also entweder als verschiedene, so wie es ähnlich. Also verschiedene Fraktionen, das wäre cool. Wir werfen den Westen nieder. Wir sind unterwegs. Oder. Wir marschieren in Arbeit, neue Arbeit, oder ich werfe euch den Westen vor. Lasst die Truppen Oder halt, sehen, es gibt nur eine stehen. Menschenfraktion. Aber je Mach nachdem, wir die Arbeit, wo du oder die ich werfe beim euch den Ringkrieg Westen zum vor. Beispiel setzt. Arbeitet. Also ob du die jetzt zum Beispiel in Dings Für setzt, die Eisenkrone. in Minas Tirith oder Helms Klamm Wir sind oder auf eine halt Vorposten gestoßen. Arnor, Fornost, wie auch immer, dass du dann verschiedene Menschenfraktionen, eine verschiedene Menschenfraktion bekommst zum Spielen mit unterschiedlichen Helden, ein paar anderen Einheiten. Das wäre sehr interessant gewesen. Hätten wir bei den Orks auch machen können. Mit Gundabad und Dol-Guldur zum Beispiel. Ich glaube, das hätte auch funktioniert. Ja. Naja. Halt! Wir brauchen Gebäude zum Ausbilden. Wir werfen den Westen nieder. Der also der wird eins die König der Könige. Die Ehre bedeutet so. Ja, Walder. Das Gebäude gehört jetzt dem Hexenkönig. Wir marschieren in neue Länder. Walder frei. Der späte Walder frei. Oh! Den müssen wir töten. Weil Höhlentrolle, die machen Schaden. Die töten Baumeister und Gebäude und Einheiten. Die sind böse. Frag mich, wo Theoden ist. Jetzt bilden wir aber erstmal ein bisschen aus. Bauen noch eine Halle des Königs. Und dann erweitern wir sie. Wir sind auf einen Vorposten gestoßen. Jetzt dem Hexenkönig. Den Vorposten nehmen wir auch ein. Das Gebäude ist fertig. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Fürchtet die Eisenkrone. Weiter. Ach, sind die getarnt in der Nähe von Bäumen? Ich bin die wie nützlich. König der Könige. Das ist sehr nützlich. Jetzt gehört das Gebäude ich befehlige die Leibeigene. Diese Beweis eurer Stärke. Zu meiner Axt sinkt. Warte auf Befehl. Rennt sie nieder. Wir haben eine neue Halle des Königs. Ruhe, ihr Magen. So, den haben sie geschafft. Unser Gebäude genommen. Unser neues Gebäude ist, dass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Ja, Trolle könnten böse werden, wenn ihr nur rumsteht. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Vernichtet dieses Banner. So, das passt. Das passt. Das passt. Da sind Speerschläge. Ah, da ist der Theoden. Okay, alles klar. Um den kümmere ich mich auch gleich. Zu, ihr Magen. Ihr macht, was euch gesagt wird. Fürchtet die Eisen. Sie werden untergehen. Unser neues Gebäude ich ist dienen, die Trolle nicht sehen, dass sie ist größer denn je. So. Das Gebäude gehört nun an. Ruhe, ihr Magen. Wir dienen der Eisenkrone. Da können wir einen Speerwurf machen. So. Wo Baum. Verdammt! Wir werfen den Westen nieder. Das Gebiet ist gefährlich. So, Theoden stirbt jetzt aber. Ja, kommt vor. So, noch ein paar Reiter. Boosten wir die gleich noch. Halt, da sind's Bogenschützen. Über die können wir drüber rennen. Und Krawums! Hat irgendwie keinen Schaden gemacht. Großartig. Alle des Königs ist Arbeit!
arbeitet oder ihr werdet geknechtet. Ich hab Angst. Ihr wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden. Ja. Ehre bedeutet Schwäche. Ja, nun jetzt gehört das Gebäude uns. Hab Angst. Die Schlacht hat begonnen. Ihr macht, was euch gesagt wird. Ich spreche mit der Stimme des Hexen. Ah, was haben wir hier noch? Noch mehr Reiter. Die sind teuer, die Reiter. Aber ich diene jetzt dem Hexenkönig. Zurück an die Arbeit. Ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, mit dem Walder Speerschleuderer und so zu bauen, weil er die Führerschaft hat. Allerdings halt bloß 2020 und ohne Erfahrung. Das ist nicht sehr gut. Ich meine, das ist nett, aber nicht sehr gut. Wahrscheinlich ist Walder wirklich so ein Champion-Held, wo du eher mit Zuchtmeistern spielst, als mit Numenor-Typen. Glaube ich jetzt mal. Weil du halt einfach da den Bonus hast. Nehmen wir, weiß man das. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich mit Walder spiele ich wirklich so einen Spam-Style. Ich glaube, das funktioniert besser. Was? Ihr seid die wahren Dunedain. Das wüsste ich aber. Na? Also so ganz gut scheinen die Wolfsreiter nett zu sein gegen Bogenschützen. Ich weiß noch nicht wieso, aber es klappt nicht so, wie ich mir das wünsche. Gut, jetzt kämpfen sie hier gegen Speerträger. Das ist natürlich dumm, aber generell besser. Ja, du stirbst doch vielleicht noch, aber es ist auch egal. Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Ork-Abschaum aus Gundabad! Schließt euch uns an! Keine Widerrede, ihr Firma! Das gehört uns. Also eigentlich passt es schon. Nur der muss sich halt jetzt halt ein bisschen zurückhalten. Wir werden siegen, ihr ekliger Ehre der Stimme des Hexenkönigs! Auf in die Schlacht! Ehre bedeutet Schwäche! Ich könnte vielleicht eine Festung bauen. Das ist nicht gut. Pass mal auf. Ich baue jetzt eine Festung. Ich pressure den hier noch so ein bisschen. Die hauen ab. Und die Numenor hauen auch ab. Und dann baue ich eine Festung. Und dann kommt der Tricky-Trick. Und zwar hole ich mir den Helden. Den eigenerstellten. So, die töten hier noch schnell was. Komm schon, bisschen Erfahrung sammeln. Greift an. Und abhauen. Weil das Zeugs kann töten, kann sterben hier. Uns fällt nichts auf. Das ist alles egal. Wie geht's dann hier hin? Geht's ordentlich in Position? So. Und hier habe ich jetzt sau viele Zuchtmeister und nehme mal einen ganzen Haufen voll Axtschleuderer. So. Das schaut doch mal nach einer kleinen Truppe aus, mit der ich was anfangen könnte, eventuell. Vielleicht gewinne ich jetzt hier auch schon. Ich glaube es nicht, so stark sind die Orks nicht. Aber ich diene jetzt dem Hexenkönig. Mal schauen. Keine Widerrede, ihr Würmer. Auf Befehl. Ruhe, ihr Magen. So, 1000 Axtschleuderer. Feuer frei! Das ist halt auch schön. Hier mit diesem Eispfeil. Piu! Weg ist es. Kaputt. Aufpassen. So. Festung wird bald fertig. Es könnte sein, dass ich nicht genug Kommandeurspunkte habe. Deswegen bilde ich jetzt auch nichts aus. Erstens wegen Kosten, zweitens wegen... Ah, hat sie gar nicht. Ich glaube, okay. Gut, gut. Hat aufgegeben. GG. Dann kriegt man noch einen schönen Endscreen. Wir haben einen Feind vernichtet. Lauft! Ja, schaut so creepy aus, wenn das ganze Zeug rüberrennt und angreift. Mächtig, mächtig. So, und halt hier auch wieder gut gewonnen. Gut gespielt.
Und wie gesagt, eventuell mit ein bisschen Glück schaffen wir es, hier was zu reißen. Da ist so eine Festung und ein Held und der Drogoth kommt noch. Aber ich habe ausgerüstet, oder erfahrene, ich soll, genau, erfahrene schwarze Numenor? Dunedain? Numenor. Es müssten schwarze Numenor sein. Oder schwarze Waldläufer, irgendwie sowas. Und die haben halt den Pfeilhagel. Und der ist gegen Helden und gegen Gebäude und so nicht so gut. Gegen Reiter trifft es halt fast nicht. Geht so, wenn sie stehen. Aber gegen so Infanterie und andere Bogenschützen? Richtig nützlich. So, der geht mal scouten. Der sucht jetzt den Gegner. Dann, was ist das eigentlich? Macht des Schnees. Ja. Auch nicht wirklich toll. Gefrorenes Land. Nee, wir bleiben beim Buß. Oh nein, Ort! Wie schrecklich! Da hört's das, es gibt keine Hoffnung. Für niemanden von uns. Wir sind hier gearbeitet, oder ihr werdet gekriegt. Die Dunkelheit wird siegen. Wird sie das? Wir marschieren. Na gut, ich spiele ja, müssen wir ja, ne? Die Dunkelheit muss siegen. Geht, da geht gar nichts drumherum. So, hier jetzt irgendwo ein See. Und dass die Trolle nicht sehen, dass hier herumsteht. Wo bauen wir denn? Bauen wir mal hier so. Markt für den Hexenkönig. Ah, ich glaube, das ist ganz gut. Das ist doch nieder. Die Schneetrolle sind halt unglaublich schnell, ne? Die sind halt wirklich schnell unterwegs. Die sind fast noch schneller als der Hexenkönig. Ja, lauft's doch. Was versucht's denn da? Greifen aus sicherer Entfernung an. Unser Baumeister wird angegriffen. Wir sind auf deutliche Truppen gestoßen. Was hat's denn da? Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Welche blöde Orks. Orks kann ich nicht bauen. Wilde Orks. Da können wir nichts bauen. Ich bin der Erbe des Dorn. Also erstmal muss ich die Festung und den Gegner finden. Das wäre schon mal ganz wichtig. Wir haben eine neue Halle des Königs für die Eisenkrone. Wenn sie unsere Mühlen zerstören... Wo? Dort kann ich nichts bauen. Und wer? Ja, diese Orks. Die Schlacht hat begonnen. Naja, Schlacht würde ich das jetzt nicht nennen. Pesthauch. Er ist fertig. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Ein Gasthaus entdeckt. Ihr wartet auf. Ah, ein Gasthaus. Das könnte nützlich sein. Sie greifen unsere Mühlen an. Wir haben das Lager des Feindes entdeckt. Die Halle des Königs ist größer denn je. Zurück an die Arbeit. Ah ja. Baut für den Hexenkönig! Okay, okay, okay. Wie doof. Wir haben eine neue Halle des Königs erstarken. Das Gebäude gehört nun an. Sehr schön. Meine Stunde ist gekommen. Fürchtet die Eisenkrone. Naja, richtig. Genau dafür habe ich ja die Bogenschütze. Genau dafür. Ich bringe den besten Hexenkönig. Unser Lager wird angegriffen. Wir haben ein Lager des Feindes entdeckt. Jetzt! So. Des Königs ist größer denn je. Ja, da ist schon sehr viel gestorben. Ist gar nicht so schlecht. Allerdings habe ich hier ein Problem. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich bin der Erbe des Königs. Der wird zwar vielleicht fertig. Vielleicht. Sie werden alle vor mir. Warte, da zum Baumeister, den muss ich zuerst töten. Wir werden angegriffen. Ah, das Timing ist schon wieder ganz blöd. Alle des Königs sind bereit zu bauen. Ja, der ist tot. Aber ich könnte vielleicht seinen töten. Dann wär's ziemlich ausgeglichen. Er hat halt eine Festung, ich nicht. Das ist das große Problem an der Geschichte hier. Ja, das war auch so verschwendet. Töte doch den Baumeister bitte. Ich stelle mich jetzt doch erstmal. Hallo, erstmal defensiv hier auf. Weil ich jetzt noch nicht weiß, in welche Richtung das Ganze geht. Die Halle des Königs ist größer denn je. Ja, das ist schön, aber. Ich kann da nichts ausbilden, das ist das Problem. Wir sind hier. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Wir haben jetzt Bannerträger. Arbeitet für die Eisenkrone. Auch das ist nett. Marschieren zum Sieg. Meine Macht wird sie vernichten. Stellt euch nicht. Renn doch einfach mal. Und ihr sollt dahin gehen. Ich bringe dem Westen den Tod. So. Wir dienen der Eisenkrone zum Sieg. Wir kämpfen für
werde mich rächen. Mal sehen, ob das was wird. Dann steigt man hier erstmal vom Pferd ab. Wichtig. Du wirst doch das irgendwie überleben, oder? Nee, keine Chance. Keine Chance, der stirbt. Genau das habe ich mir schon gedacht. Aber ich kann mich in diesen Turm zurückziehen. Wenn das dann mir hilft, muss man gleich sehen. Erstmal baue ich jetzt zwei Zuchtmeister, um ein bisschen Counter-Spam machen zu können. Und dann halt mehr Numenor, ne? Waldläufer. So, 8 Schleuderer. Kostet nicht viel. Ich befehlige die leibeigenen Barbaren, wissen ihre Äxte zu schleudern. So machen wir das. Gut. Ja, Gorkil, der hat gut Schaden gemacht. Den blöden Skorpion, Messer, Werfzeugs, Blödkopfzeugs. Das ist jetzt natürlich blöd, aber die konnte ich irgendwie benutzen. Und so toll sind sie jetzt, finde ich auch nicht. Baut für den Hexenkönig! Ihr macht, was euch gesagt wird. Ja, greift's einfach sie mal an. Unser Gebäude genommen, das Problem ist, die werden jetzt von oben angreifen. Da brauche ich mal ein paar Reiter. Wir sind auf feindliche Truppen gestoßen. Um das wieder zu vernichten. Gebieten der Eisenkrone! So. Wir kämpfen für die Eisenkrone! Halt! Sieg! Niemals widersteht! Wir sind unterwegs! Lass keinen Den kann man töten! Gorkil stirbt! Ja, sieht gar nicht so schlecht aus! Dann boost mal die Orks, weil die auf der Front stehen. Die werden defensiv, dann halten sie ein bisschen länger. Und dann zerstören wir dieses Gebäude, das und das, das. Einer greift den Baumeister hier an. So, ein paar Schutzfeuer. Genau, die Mühlen, das wusste ich doch. Ich hab keine Truppen in der Nähe, um das zu verhindern. An die Arbeit, tja, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Blöd, das ist. Bewegung! Ihr dienet der Eisenkrone. Ja, tötet den Turm, zerstört den. Dauert noch. Wow. Kanon gleich. Oder unisono, irgendwie sowas hieß das. Wenn es gleichzeitig gesprochen wird. So, wir produzieren nichts mehr. Ich glaube, das sieht gut aus für mich. Hätte ich nicht gedacht. Oh, wow. Ein Dragon. Ein Bösdrache. Schon blöd, dass ich halt gerade voll Anti-Drache spiele, indem ich halt nur Fernkämpfer benutze, ne? Nein, mein Baumeister! Ha, aber alles schießt. Piu, 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 piu. Der stirbt jetzt. Schaut's mich an. Hat nicht mal Arme, das Arme. Doch, warte, der hat Arme. Ah, hä? Jetzt ist er tot. Blödkopf. Der gibt mir jetzt noch was. Also was zum Ausbilden oder so. Keine Widerrede, ihr Marmor. Naja. Ach, ich habe keinen Baumeister mehr. Jetzt wird's doch nochmal ein bisschen kritisch. Sie werden untergehen. Ich weiß halt nicht, wo er noch ein Ausbildungsgebäude oder einen Baumeister hat. Ach nee, warte. Klar, da unten. Haben sie es doch nicht zerstört.
Gebäuderuine. Ich weiß halt nur nicht, welches Gebäude es ist, aber ich müsste jetzt gewonnen haben. Fürchtet die Eisenkrone. Zermalmt es. So, geht's hier in Position. Greift's. Nein! Nee, ist nur ein Gang. Es ist nur ein Gang. Der ist nicht wirklich schlimm, der Gang. Hä? War in dem Gang ein... Ich check's nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht. Das war jetzt super random. Aber okay. Wir haben eine Region. Wir haben ein Land geeint. Jupp, das haben wir getan. Das gibt uns einen kleinen Powerboost. Die Menschen breiten sich gut aus. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So.